Ja, willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Heute die Experimentalversion, die 68040-Version des Mephisto. Steht da Genius? Spielt mit den weißen Steinen gegen die Aljechin-Verteidigung. Ein Starspieler aus deutschen Landen möchte gerne hier Internetschach genießen vom Allerfeinsten. Bleibt sehr lange im Buch, aber Mephisto auch sehr lange im Buch. 2207 hat er sich erspielt. Auch der Delles hat gut gespielt heute im Rahmen seiner Möglichkeiten nach beidseitiger Rochade. Dame nach D2 hat Weiß bald die Entwicklung komplettiert. Der Lippo schon in freudiger Erwartung. Wann kommt die erste Special Combination, die jetzt hier dem Gegner den Garaus machen wird? Die Türme werden auch auf die Linien heraufgezogen, damit das Spiel weitergehen kann. Und F6 wird gezogen. Er möchte das Spiel öffnen. Er weiß ja nicht, dass er gegen Mephisto Genius Experimental 68040 133 Megahertz spielt. Also sogar noch erheblich schneller als die normalen 68030 Varianten. Alipo muss hier Gerät auffahren vom Allerfeinsten. Und wenn ich sehe, wie gut der Gegner spielt, dann ist es eine gute Wahl gewesen und Läufer schlägt F3 nach Turmtausch. Der Springer tauschte sich mit Schach zwischen und jetzt Läufer schlägt. Nein, Turm F2, Lippo, gedulde dich noch etwas. Ja, nun müssen wir ein klein wenig warten. König A8, um aus sämtlichen Schachs herauszuziehen. Der Turm wird verdoppelt. Even, Fragezeichen. Nun kommt einfach Läufer schlägt C6. Und der Gegner sieht erschrocken und bleich. Ja, vor Entsetzen. Er hat E5 eingestellt. Wie konnte das denn nur passieren? Und nach Turm schlägt. Gibt er auf, gibt sich geschlagen. Diese Züge waren einfach zu phänomenal. Er kann es nicht glauben. Er spielt gegen den Gott des Schachs. Und nun die nächste Partie. Der Mephisto und diesmal die schwarzen Steine spielt ein Gambit, dessen Namen der Lippo jetzt momentan nicht so auf die Schnelle weiß. Sehr, sehr lange wird wieder Theorie gespielt. Ist es ein Starspieler mit den weißen Steinen, welcher hier gerade spielt, gerade freie Zeit hat, meint, er müsste zeigen, wo der Bauer den Most herholt oder wie auch immer dieses Sprichwort geht. Und natürlich wird alles auf die B-Linie gesetzt. So was Ähnliches hat der Delles mit Weiß gehabt heute. Da hat der Gegner das aber nicht gut weitergespielt. Hat die Stellung so noch abgelost mit Schwarz. Die Linien sind besetzt. Das ist der Sinn der Sache, auf die Turmlinien zu gehen für den geopferten Bauern. 2220 hat er schon als Zahl. Leider keine 2222. Das hätte den Lippo äußerst gefreut. Er weiß ja nicht, dass er gegen einen starken Schachcomputer spielt. Die spielen aber nicht so stark, dass sie sofort als Programme identifiziert werden. Und nach dem Dallas ist natürlich das ein erheblicher Sprung in der Spielstärke. Der Dallas hat leider eine Partie verloren. Dummerweise französisch gespielt. Guckt euch das Video an. Mephisto Dallas gegen die Welt. Genießt dieses Video und jetzt gehen wir weiter zu dieser Partie hier rüber. Er überlegt sich, was kann ich denn nur machen? Meine 21-19-Zahl, sie ist gefährdet. Ich habe sie in stundenlanger, mühsamer Arbeit zusammengespielt. Und jetzt das hier, dieses Drama. Läufer D2 möchte gerne Abzüge mit dem Springer drohen. Springer C4, dann bringt auch keine Abzüge, wenn der Läufer einfach easy geschlagen wird. Turm B1 deckt sich dem Bauern. Ja, nun müssen wir ein klein wenig warten hier. Schwarz muss ein bisschen denken, überlegen und machen tun. Er überlegt sich was. Springer B5, aber der Läufer hängt ja. Deswegen ist da nicht Holland in Not. Die Dame muss also nicht irgendwelche Felder ausweichen. Da wird einfach der Läufer geschlagen. Und nun kommt der Turm A4 schlägt. Jetzt ist schon, glaubt, das ist sogar schon Mehrbauer? 3, 6, nein, es ist Bauernegalität. Es ist natürlich kein Mehrbauer. Der Lippo sieht der Gespenster hier. Und der Gegner muss erstmal wieder lange überlegen, was mache ich nur in dieser Position hier? Was ist denn los hier? Er kann es nicht glauben. Spielt dagegen Magnus Carlsen himself. Wer ist das mit den schwarzen Steinen? Nein, es ist nur der Mephisto. Die Experimentalversion 68040, die der Lippo hier rankarrt, damit er nicht mal wieder gewonnen wird. Der Lippo möchte die Kinder ablosen sehen. In epischer Manier. Und nur Turm B4, aber zu episch natürlich auch wieder nicht. Sonst könnte ja Stockfisch oder was auffallen lassen, da sehe ich auch keinen Sinn drin. Deswegen, die Schachcomputer sind durchaus schlagbar hier, würde ich mal sagen. Das kann doch nicht so schwierig sein. E6, E6 schlägt, Bauer E6 schlägt. Und gleich hat der Gegner schon keine Lust mehr. Jetzt hängt schon hier, ja, D5 und jetzt kommt noch hier G5.
Der Gegner unterschätzt diesen Move fatal, stellt den F-Pawn ein, hat dann keine Lust mehr. Ja, tritt gegen alle Stühle und Tische und die Session ist beendet. Zwei schöne Partien, schöne Punkte für den Mephisto. Ich bedanke mich und Mephisto bedankt sich auch. Bis zum nächsten Mal.